Hallo, hier ist Tamara von Kreatives aus der Dachstube. Bei Stampin' Up! Hat die Celebration begonnen. Juhu, ich habe schon lange drauf gewartet. Ich hatte mich ja schon im Herbst letzten Jahres dazu entschlossen, bei Stampin' Up! Einzusteigen. Aber da sich ja während der Celebration immer besonders lohnt, einzusteigen, hatte ich beschlossen zu warten. Jetzt war es endlich soweit. Heute kam mein Starterpaket und ich dachte, ich packe es einfach mal mit euch zusammen aus, zeige euch mal, was in meinem Starterpaket so drin ist. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt doch kurz dran. Dann sehen wir uns gleich. So, los geht's. Es gab dieses Jahr oder es gibt dieses Jahr zwei Optionen, um bei Stampin' Up! Einzusteigen. Die erste Option ist, man sucht sich Ware im Wert von 230 Euro aus, bezahlt dafür aber nur 129 Euro. Oder die Option 2, man sucht sich Ware im Wert von 230 Euro aus, bezahlt aber 160 Euro und bekommt aber dann dafür diese super Basteltasche mit dazu. Ich fand die echt klasse, weil man kriegt wirklich viel unter. Und gerade wenn man mal auf Workshops geht oder sich zum Basteln trifft, fand ich es echt praktisch, dass man so viele Fächer hat und die auch so ein bisschen noch umstecken kann. Deswegen habe ich mich für die Option 2 entschieden. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was in meinem Starterpaket jetzt alles so drin war. Zum einen habe ich mir hier diese kleine Kreisstanze ausgesucht. Das ist ein halbes Inch, spiegelt glaube ich gerade ganz schön. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ein halb Inch Kreisstanze. Ich finde die total praktisch, weil man damit super so Eingriffe bei Boxen ausstanzen kann. Also wenn man die, damit man die leichter öffnen kann. Deswegen habe ich mir die bestellt. Dann hatte ich mir noch die Sonnenstanze bestellt. Ich glaube, sie heißt Sonnenstanze. Moment, ich gucke. Steht es auch irgendwo? Der Name? Ja, Sonnenstanze, Stanze Sonne. Ich fand die total super. Die macht, man kann schnell so ein Etikett ausstanzen. Und passend dazu habe ich mir hier auch die 2-Inch-Kreisstanze bestellt. Ich hatte das in einem Workshop gesehen gehabt und fand es total super. Und zwar stanzt man hier mit der Kreisstanze halt so eine Sonne aus. Und mit diese Kreisstanze passt genau da rein. Das heißt, wenn ich das übereinander lege, hat man nur diesen kleinen Rand von der Kreisstanze. Und mir gefällt das einfach vom Design her total gut. Deswegen habe ich mir die beiden zusammen bestellt. Dann hatte ich mir bestellt ein Stempelkissen in Anthrazit. Das ist genau passend zu dem Farbkarton hier. Fehlt mir noch in meiner Sammlung und ich liebe Anthrazit einfach. Deswegen, das musste auch diesmal mit. Dann habe ich mir noch bestellt eine Stempel- und Perforiermatte. Bei Klarsichtstempeln ist es einfach besser. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer die Matte aus dem Stemperatus dann halt benutzt, wenn ich mit Clearstamps gearbeitet habe. Aber die ist noch mal ein bisschen dicker und auch immer mal irgendwas durchbohren muss, fand ich das schon ganz gut. Deswegen habe ich mir die noch mal mitbestellt. Und dann kommen wir zu Produkten aus dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog. Der ist ja so cool. Da habe ich so drauf gefreut. Und da habe ich zum einen mir hier das Produktpaket bestellt, Herzenssache. Das ist ein Gummi-Stempelsack. Das sind diese neuen ablösbaren Stempel von Stampin' Up, wo man jetzt auch diesen Aufkleber endlich drauf machen kann, ohne dass das Ganze hier vom Stempelblock abfällt. Also angeblich soll es ja super haften. Ich bin mal gespannt, wenn ich es dann montiere. Ich fand es einfach total schön. Die Herzen hier, das finde ich echt total klasse. Da freue ich mich schon drauf, mitzuarbeiten. Und passend dazu gibt es auch die Stanzen. Das sind diesmal, glaube ich, Framelits. Ja, Framelits zeige ich euch mal kurz. Da sind sie. Ich habe sie jetzt auch noch nicht gesehen. Aber da hat man hier einmal dann mit so einem gewellten Rand. Und die passen auch alle immer schön ineinander. Das heißt, man kann auch so schöne Rahmen dann ausstanzen hier. Das finde ich echt klasse. Dann hier so ein bisschen langgezogenere Herzen. Und hier nochmal. Das ist bestimmt auch schön mit der Spitze hier. So kleine Bordürenstanze. Hier nochmal eine Bordürenstanze.
Also das ist bestimmt ganz cool. Ho, bin ich ja schon mal gespannt. Ich habe schon ein paar Ideen dazu im Kopf. Da werden dann die Videos folgen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann habe ich noch ein zweites Produktpaket in meinem Kit gehabt. Und das ist das Produktpaket Definition von Glück. Ich liebe ja Blumen. Also Blumen mussten auf jeden Fall dabei sein. Und ich fand die einfach total cool. Das sind diesmal Clearstamps. Aber auch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, distinktive Stempel. Also die machen so verschiedene Intensitäten beim Stempeln. Das heißt, so manche Stellen sind ein bisschen dunkler als andere. Finde ich total cool. Und auch die passenden Sinlitz, Framlitz, Edgelitz. Edgelitz heißen sie diesmal. Zeigt ihr euch auch mal ganz kurz. Leider haben die ein bisschen, man sieht es hier, ein bisschen gelitten im Karton. Die sind hier ein bisschen verbogen gewesen. Ich habe es jetzt vorsichtig wieder gerade gebogen. Ich hoffe, dass sie funktionieren. Sie haben halt jetzt hier so eine schöne Kante drin. Also mal gucken, vielleicht werden sie durch die Big Shot wieder gerade. Wenn nicht, werde ich es wohl mal reklamieren müssen. Da haben leider die Kataloge drauf gelegen, war wohl ein bisschen zu schwer dafür. Da ist auf jeden Fall auch so eine total coole Bordüre drin, die anscheinend, also ich denke mal, mit dem zusammen dann auch die Kante ausstammt, sonst kriegt man nur das Muster rein. Die Rosen von hier lässt sich ausstanzen, noch die Blätter hier. Also ich glaube, das ist auch echt ganz cool. Passend zu dem Definition von Glück gibt es auch ein Designpapier, das ich mir auch gleich mitbestellt habe. Da bin ich echt mal schon gespannt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich habe es jetzt nur in den Previews immer gesehen. Freue ich mich schon. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich werde es euch dann zeigen, wenn ich es verwende. Und passend dazu habe ich mir auch gleich noch den Farbkarton geholt. In Kussrot. Ich glaube, es ist Kussrot, Flamingorot und was ist die dritte Farbe? Savanne? Ich denke. Bin leider nicht drauf, aber ich glaube schon. Dazu gab es dann noch so passende Bänder. Einmal so ein ganz schmales in dem Flamingo und ein breites. Auch mit so einer, ja, wie so eine Stickkante ist das irgendwie. Mit so einer weißen Kante nochmal in Kussrot. Und als letztes so kleine Epoxy-Herzchen. Ich stelle mir vor, dass man die bestimmt auch mit den Alkoholmarkern ganz gut einfärben kann, dass die dann so ein bisschen passend sind. Werde ich mal ausprobieren. Ja, das war mein Startpaket von Stampin' Up. Ich freue mich. Ich werde jetzt auch gleich dran gehen, alles auszupacken und mal anfangen zu basteln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich. Tschüss!